Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es mal wieder neue Infos zu GTA 5. Rockstar hat soeben bestätigt, dass das neue DLC Ill-Gotten Gains Part 2 nächste Woche schon rauskommen wird. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber am 8. Juli kommt es raus, Leute. Also, ab da gibt es Ill-Gotten Gains Part 2 zu spielen. Ich denke, das werde ich dann auch mal wieder anzocken und für euch ein Review machen. Aber jetzt kommen hier erstmal die neuen Bilder und was alles dazu kommt. Ich denke, das wollt ihr ja auf jeden Fall wissen. Ja. Dann kommen wir hier erstmal zum ersten Bild, da wo die fette Überschrift Ill-Gotten Gains Part 2 ist. Da sieht man schon ein richtig fettes, geiles Supersport. Geiles Supersportauto. Geilen Supersportwagen. Und ja, genau. Sieht auf jeden Fall richtig fett aus. Und ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Bild. Da sieht man hier das neue Boot, was dazu kommen wird. Eigentlich ganz chillig, aber eigentlich fahre ich Boot jetzt nicht so wirklich oft. Ich denke, ihr jetzt auch nicht. Aber wer das Money hat, der kann sich sehr gönnen. Dann zum nächsten Auto. Also wieder mal ein Oldtimer. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Sieht auf jeden Fall irgendwie ganz fresh aus. Mal schauen, was das so wird. Ich habe leider nicht so viel Geld, muss mein Kumpel dann kaufen, aber ich werde es dann natürlich testen. Dann das nächste Auto ist natürlich richtig unnötig, so wie das aussieht, Leute. Also ich weiß nicht, warum so eine Scheiße in einem DLC dazukommt. Ist einfach nicht mehr feierlich, was das für ein Kackwagen ist. Also damit will ich mich jetzt gar nicht weiter beschäftigen mit dem Auto. Dann kommt ein neues Motorrad hinzu, Leute. Das sieht irgendwie komisch aus. Sieht komisch aus irgendwie. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Keine Ahnung, was das darstellen soll, Mann. Aber mal schauen, ob das abgeht, was man mit dem so anstellen kann. Dann als nächstes sehen wir jetzt hier wieder den Supersportwagen. Sieht man zwar nicht so viel jetzt, aber auf dem ersten Bild hat man ja ordentlich was gesehen. Und dass der richtig geil aussieht, Mann. So Leute, jetzt kommen wir zu einem, keine Ahnung, Geländefahrzeug, so ein richtig fetter Buggy, Leute. Also, wenn der nicht so viel kostet, den gönne ich mir auf jeden Fall, das sieht richtig geil aus da, auf dem Bild. Und natürlich kommen auch wieder neue Kleidungsstücke hinzu, eine neue Waffe, Leute, ist eine Einschusspistole, glaube ich sogar, aber die... Sie haben dazu geschrieben, die soll irgendwie abgehen anscheinend. Und jetzt kommt's noch. Es wird einen Schlagring geben, Leute. Also mal schauen, was der so drauf hat. Vielleicht kann der ja was. Mal überraschen lassen, aber nächste Woche, am 8. Juli, geht's ab. Und ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, würde ich sagen. Vielleicht hauen sie noch ein paar mehr Infos raus. Keine Ahnung, ich glaube weniger. Aber Leute, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Sachen wieder kosten. Aber, ja, mal schauen, was da dann so draus wird. Also schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel die Sachen kosten. Und ob euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und, ciao Leute.